So, dann herzlich willkommen zum JFT Live Trading TV. Die Sendung wird jetzt hier heute auch relativ kurz sein, denn gestern ist jetzt nichts Großartiges nach der FED-Sitzung passiert. Neue Setups sind nicht, sag ich mal, gibt es keine neuen großen Setups, die für mich interessant sind. Und da die alten Setups ja sehr gut laufen, gibt es keinen Grund, jetzt da auch neues Risiko einzugehen die Woche mehr. Und im DAX sind langsam auch im Prinzip Ermüdungserscheinungen zu sehen. In meinen Augen, ja, also da jetzt gestern hätte der Index ruhig Richtung 10.380 laufen können oder eben sogar höher, um so einen Short Squeeze auszulösen. Allerdings war jetzt hier, sieht man jetzt hier den Tageschart, ist eine Art Doji entstanden auf Xetra-Basis. Und wenn es jetzt, aber aktuell, wird der DAX schon bei 10.300 Punkten eröffnen. Ja, ist ein bisschen runter. Also wenn jetzt die nächsten 10 Minuten noch ein bisschen Verkaufsdruck aufkommt, kann sich hier ein Gap Down ereignen. Und dann könnte es vielleicht schnell Richtung halt Gap Close gehen hier von gestern. 10.250 Punkten. Und dann muss man sehen, wohin der Markt dann will. Also bei 10.000, ja rund 10.250 Punkten liegt dann hier der EMA 38 und von dort aus könnte es schon nochmal eine Aufwärtsbewegung dann ereignen. Die Frage kam gestern auf, was macht man mit den Short Limits? Ja, also ich habe ja auf so einen Blow-Off noch gehofft, also einen Short Squeeze, der eben dann im Maximalfall die 10.485 Punkte Marke erreicht und hier eben diese Abwärtstrendlinie berührt dadurch. Das untere Limit kann man jetzt eigentlich rausnehmen, sollte jetzt heute, ja jetzt doch wieder erwarten, nochmal richtig Kaufdruck aufkommen, dann wird es hier in meinen Augen definitiv drüber, über diese Linie gehen, heißt es nicht unbedingt, ja wahrscheinlich nicht unbedingt eine ein guter Leerverkauf, dann kann man sie eher noch eher abwarten und vielleicht ein Stück höher dann einsteigen, wer wirklich das antizyklisch will. Aber wie gesagt, wenn man hier den Wochenchart, ich schalte den Wochenchart noch auf den Wochenchart kurz, sollte es eben Wochenschlusskurs ja in den Bereich von 10.480 geben, wäre das definitiv ein bullisches Zeichen, erreicht er jetzt nur im Heute- und auch im Freitagshandel die Marke und fällt dann wieder unter die 10.380 Marke zurück. Dann wäre für mich nächste Woche eher dann die Short-Seite angesagt, eben drüber die Long-Seite. So, Volkswagen hat ja gestern hier sozusagen das Kursziel abgearbeitet. Die Heidelberg Zement sollte heute noch was drauf packen können. Und was auch gestern schon erzählt worden ist, auch wenn jetzt die Bewegung ausblieben, man soll den Stopp eigentlich enger an den Markt nachziehen, dass eben keine Verluste mehr entstehen. Die Woche verlief ja sehr gut, also sollte man hier das Risiko stark begrenzen und wenn möglich dann noch im Vormittagshandel ja vielleicht eben auch so Gewinne mitzunehmen, Teil jedenfalls, um dann vielleicht wieder ohne Position ins Wochenende zu gehen. Einzige, wo es gestern ein bisschen größere Bewegung gab, war eben Silber und Gold. Aber wer hier zugehört hat oder wer die Sendung sieht, ist ja alles bullisch eingezeichnet. Und die Abwärtstrendlinie hier würde dann auch, wenn man es jetzt hier so gelegt hat, eben auch auf 4 Stunden Schlusskursbasis auch erst hier gebrochen. Das war eben auch damals benannt worden. Ja, über die 20 US-Dollar Marke kann man auch trendfolgend einsteigen. Hier wären jetzt definitiv auch nochmal Rückläufe Richtung 1980 dann auch Kaufkurs oder ein Wiedereinstieg. Aber ob es so tief nochmal geht, ob die 20 US-Dollar Marke nochmal durchbrochen wird, stelle ich mal jetzt hier einfach so in den Raum. Das wird sehr schwierig sein, jedenfalls in dieser Woche, so jetzt wie das Chartbild aussieht.
Bei Gold, er hat 1340 US-Dollar erreicht. Sieht auch alles sehr gut aus, dass hier die Konsolidierungsbewegung zu Ende gegangen ist. Australische Dollar, kanadische Dollar, da ist jetzt der dritte Streich, nachdem hier unten die Bewegung vorausgesagt worden ist, dann die Aufwärtsbewegung, der Abprall, ja, eher neutral, ab dem dann war die Konsolidierung eben angesagt und aber die Bewegung nicht gehandelt. Hier jetzt gestern wieder vorgestellt und man liegt im Plus. Auch hier ist dann der Anfangsstopp eher auf das letzte Tief nachzuziehen. Dann sind etwa hier rund 30 Pips Risiko noch drin. Im Plus liegt man ja mit rund 40, 50 aktuell. Australische oder japanische Yen ist plus minus null, passiert nichts. Die Abwärtstrendlinie ist noch intakt. Wenn da ein 4-Stunden-Schlusskurs drüber geht, dann sollte Kaufdynamik ausbrechen. Darunter ist eher ja, nichts Besonderes angesagt. Der Hang Seng bleibt in dem zweiten Widerstandsband hängen. Verkaufslimit ja nicht aktiviert oder nicht erreicht worden. Was macht der Nikkei? Auf die Indikation auch kurz um, ob das auch hier so passt. Ja, also da die Marke, egal ob Indikation oder Haupthandelsplatz, konnte nicht überschritten werden. Vielleicht ist hier immer noch möglich, dass das Kauflimit hier unten erreicht wird. Denn wie gesagt, mit dem Blick auf die Aktienmärkte, jetzt der DAX und der US-Markt, könnte jetzt sich schon langsam mal eine Konsolidierung eben einstellen, weil auch die Urlaubssaison ja jetzt mit dem August dann richtig beginnt. Ich habe hier doch noch ein, der US-Dollar, Euro-US-Dollar war ja die Zone hier im Wochenchart vorbereitet worden und alternativ jetzt hier ein Abprall, aber wie gesagt, das war jetzt eben schwer in meinen Augen sowieso zu handeln, beziehungsweise wurde auch nicht ja so vorgestellt. Bislang saß er vor der Zinssitzung, saß ja wirklich ja eher grottig aus. Natürlich mit dem Bruch jetzt hier vielleicht. Naja, also ich bin hier weiter der Meinung, war schwierig das zu handeln, außer man ist ja eben in den Unterstützungsbereich antizyklisch eingestiegen. Aber das Verkaufssignal wurde ja nicht getriggert, also im Prinzip alles gut. Und somit beende ich auch die Sendung. Danke fürs Zuhören und bis ja, morgen später oder bis heute Abend.